Leiter. Also wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich. Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Ja, gleich. Soll ich dir was helfen? Ich weiß doch, dass es mir am meisten hilft, wenn du dich aus meiner Küche fernhältst. Kein Problem. Gut, ja, es gibt wirklich drei Sachen, was ich May helfen kann. Und hey, zwar sowas. Du warst beim Bombenanschlag im Rathaus. Alles okay? Ein bisschen angeschlagen. Wie geht's dir? Ganz gut. Deine Tante hat mir bei den Bewerbungen geholfen. Ich weiß nicht. Glaube, bin nicht der Typ für einen Bürojob. Bei mir lief's beruflich auch oft nicht so toll. Aber man kann nie wissen. Versuch's. Ja, just try it. So, ja, hier können wir Müll wegbringen. Es bringt sie zwar gar nicht, also wir bekommen gar nichts und nichts. Einfach nur eine nette Geste, sag ich mal. So, dann das zweite Ding ist hier und das dritte Ding ist dann irgendwo, glaube ich, oben, also in der Nähe von Mr. Lees Büro. Also nicht in der Nähe direkt, aber gleichen Stockwerk, sagen wir so. Gut, da sind wir jetzt auf dem Weg. Ist aber auch gut, ist aber geil gemacht, dass sie hier trotzdem so was auch reingetan haben. Weil ja May gesagt hat, ja, du brauchst mir nicht helfen, aber Peter doch. Ich will aber, dass man wirklich hier was helfen kann, wenn man es halt sieht. Schön, dass es dir gut geht. Ja, ich halte durch. Ich habe für dich gebetet. Danke, nett von dir. Die sind alle so nett hier. Zwei Dudes auf einmal gleichzeitig hier labern mit mir. Geil. Sein Büro ist abgeschlossen. Wie komme ich da rein? Unauffällig. Naja, unauffällig jetzt eher nicht, also aber ich brauche nur den richtigen Zeitpunkt und der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Ciao! Sehr gut. Ich war noch nie in dem Zimmer. Das hat auch einen Grund. Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Ich verstehe. Aber die Kontonummer ist in Mr. Lees Büro. Da komme ich nicht dran. Ich rufe sie zurück, sobald ich die Informationen habe. Nein, ich weiß nicht, wann das sein wird. Was würde Ben tun? Das ist eine gute Frage, was Onkel Ben tun würde. Hey, 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 hey. So, hier witzigerweise kann man auch lang. Wo geht's in die andere Richtung? Ich weiß, ich weiß. Hier kann man auch lang. Hier ist man halt dann unten. Wo ist das jetzt hier? In der Küche? Nee, doch. Keine Ahnung. Ah ne, beim Catering. Und hier kann man auch, genau. Hier kann man zum Beispiel auch lang. Und da ich mir, wie ich das hier gesehen habe und wo ich dann gepeilt habe, okay, hier könnte man auch hoch. Habe ich mir gedacht, es gibt hier auch eine Mission, also, aber ich weiß nicht, wofür die Scheiße ist. Ich habe kein, warte. Ich habe, warum kann man hier lang? Also bei beiden. Man kann bis hier, aber weiter geht's nicht. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich bis heute nicht. Also man kann hier nichts machen. Nicht beim DLC, nicht so in der Story, I don't know. Nee, das kann nicht mehr kommen, weil DLC ist auch schon... Keine Ahnung, okay, rein. Was soll's. So, wir sind im Büro jetzt. Es wäre aber auch komplett beschissen jetzt eigentlich, wenn irgendwer zufällig hier vorbeigehen würde. Und dann würde sie wundern, what the fuck, Pete, was machst du hier? Der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe. Er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Ja, stimmt. Lees Eltern... Ja, stimmt. Ist ein Schlüsselloch. Ja, stimmt auch. Lee soll von seinen Eltern ausgesetzt worden sein. Warum Leuten gedenken, die einen weggeworfen haben? Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Genau.
Vergiss nicht, sagte der alte Mann, nur Gleichgewicht kann die Macht des Dämons zügeln. Ohne Gleichgewicht wird das Monster jeden bekämpfen, der versucht, es zu kontrollieren. Genau, Gleichgewicht, das ist das gute alte Stichwort. Und Gleichgewicht, das passt eigentlich auch sehr zu asiatenmäßig, because Yin Yang ist ja auch Gleichgewicht und. Er hat so viel für New York getan. Ich kann nicht glauben, dass er so viel Finsternis in sich hat. Tja, doch. Hat er aber. Und es gibt halt einen bestimmten Grund, warum er so viel für New York getan hat. Also wenn man 1 und 1 zusammen sein jetzt schon kann, dann. Aber ich sag gar nichts noch. Im Foto fehlt das Bild am Schrein. Genau, das Bild ist sehr wichtig dann für gleich. Jetzt kommt theoretisch gleich ein Rätsel. Oder wirklich ein kleines Rätsel. So, liebe May, schon bald wirst du Geschichten über mich hören. Diese Geschichten Notiz werden. Für May zu sein. Genau, diese Geschichten werden der Wahrheit entsprechen. Doch was wir aufgebaut haben, die Geschichte von Feast, ist ebenfalls wahr. Ich möchte, dass du weißt, dass ich immer an unsere Mission geglaubt habe. Ich war kein Lügner, oder? Ich habe mich um May gesorgt. Sie scheint außer Gefahr zu sein. Darf ich weiter? Ich war kein Lügner oder Hochstapler. Ich möchte, dass du weißt, dass ich immer an unsere Mission geglaubt habe. Ich war kein Lügner oder Hochstapler. Es kam aus tiefstem Herzen. Hilft man einem, hilft man in Wahrheit allen. Bitte lass dich durch meine Fehler nicht in deinem Glauben erschüttern. Du bist stark, May. Stark genug, um eine neue Fiesgeschichte zu schreiben. Eine, die frei ist von meinen Fehlern. Vielen Dank für alles, was du getan hast. Martin. Ja, also, wie schon Pete gesagt hat, May ist sowieso komplett sicher. Und hier ist was sehr Wichtiges und das erklärt einiges. Lies Tagebuch. So, erstmal hier das Ding. Der passt sicher in das Schloss des Porträts. Genau, so und jetzt zack. Oktober 2018. Wilson Fisk wurde verhaftet. Ich kann es kaum glauben. Der Tag, von dem ich geträumt habe, ist endlich da. Doch aus irgendeinem Grund zögere ich. Kann ich das wirklich durchziehen? Es wird alles so schnell gehen, wenn ich... hin und her gerissen. Wenn ich ein Wort sage... Als ob das nicht der richtige Weg für ihn wäre. Meine Männer holen sich Fisk-Waffen, seinen Sprengstoff, seine Geheimnisse. Mit dieser Stärke werden wir Norman zeigen, was echte Schmerzen sind. Er wird wissen, wie es ist, wenn er das, was er liebt, mit seinen eigenen Händen zerstört. Doch um das zu erreichen, müssen wir so viel aufgeben. Alles, was ich bei Feast aufgebaut habe, all das Gute, das ich getan habe, wird ausgelöscht, wenn mein Plan funktioniert. Meine Chance ist endlich da. Und doch zögere ich noch. Soll ich umkehren? Ein Teil von mir möchte das. Doch der Dämon ist hungrig und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um ihn aufzuhalten. Genau. Und das Ding ist, es ist nur die Theorie von mir, das habe ich noch gar nicht gehört oder irgendwas, keine Ahnung, wo wir mit Pete in einer Mission reingekommen sind und wo wir Martin die Maske gezeigt haben. Hat er gerade was geschrieben, Martin, hier, so, hat er gerade was geschrieben und dann hat er das sofort weggepackt in die Schublade. Und ich glaube, dass das was er dort geschrieben hat, hier sozusagen der Schluss war von dem, was wir jetzt gerade gelesen haben. Also ganz sicher sogar, warum, was soll er sonst schreiben? Ich hatte beim ersten Mal hatte ich halt gedacht, ja, er schreibt halt irgendwelche Briefe, also Geschäftsbriefe, whatever. Aber nee, er hat sein Tagebuch fertig geschrieben, seinen Plan fertig geschrieben. Gut, so, und jetzt Schlüssel haben wir und wir brauchen so ein Bild. Und wie kriegen wir so ein Bild? Das werdet ihr gleich sehen. So, zack. Öffnen. Zack. Eine Art Rätselschloss. So, wie ging der Spaß? Das war eigentlich ganz einfach, wenn man es richtig macht. So, mach mal du, dreh dich. Dreh dich nochmal. Das scheint richtig. Okay, dreh dich. Dreh dich nochmal. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Fertig. Ja. Ha! So einfach kann es sein. Ich habe erstmal echt ewig so lang rumgekurft, Alter. Holy shit. Aber ja, es war Yin Yang. Tja, und das ist sein Versteck. Was verstecken Sie, Lee? Tja. Lee ist besessen von Masken. Ist das was Psychologisches? Als ob er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Vorgeben musste, ein Dämon zu sein, bis er einer wurde. Ja, die Maske sehen auch wirklich sehr dämonmäßig aus. Wie überträgt den anderen seine Kräfte? Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Verdichteter Phasensprung? Das werden wir auch noch früh genug erfahren. Okay. So, da gehe ich gleich hin. Alles Infos über Norman Osborn. Seine gesamte Karriere. Lee
muss von ihm besessen sein. Er will alles wissen, damit er genau weiß, wie er Osborn zerstören kann, weil er was getan hat, was Lee zerstört hat. Also Rache. Es gibt eigentlich das ganze Ding nur Rache für Lee. Gruselig. Ja, wer erkennt sie? Das sind die das sind halt seine Eltern, also Lees Eltern, in Negativ. Weil Lee ja Mr. Negativ in dem Game ist. Schon mal auf die gekommen. Pete. Meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Das habe ich schon mal gehört. Wow, das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Tja, der Teufelsatem. Okay. Jo. Puh. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Wir müssen hier raus. Noch einer. Meins. Sehr gut. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Einfach, ist eigentlich so einfach. Ich beim ersten Mal, wo ich es gepeilt habe, einmal zu dem, einmal zu dem, einmal zu dem, dann zu dem, dann zu dem, dann zu dem wird das, obwohl es okay, so machen kann. Ja. Okay, verpissen wir uns. So, hier ist eh nichts Besonderes. Also, nee, jetzt komm ich gar hier raus. Ja, du kommst gleich hier raus. Ja, wo wollt mit der Tür? So. Hallo, Peter. Mr. Lee. Ich dachte, Sie wären verreist. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Martin, du bist zurück. Ich nehme das. Dank dir. Und leider auch gleich wieder weg, fürchte ich. Ich brauchte nur was aus meinem Büro. Hast du das vom Rathaus schon gehört? Ja. Tragisch. Peter war dort. Er hatte wirklich Glück. Bei einer Osborn-Rede? Ich hielt dich nicht für einen Fan. Tja, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Amen. Die Bombenleger sind noch da draußen. Wer weiß, was sie als nächstes planen. Ich glaube nicht, dass du oder May euch Sorgen machen müsst. Solange ihr euch von Orten fernhaltet, wo ihr nichts zu suchen habt. Tja, ich muss los. Wann kommst du zurück? Wenn meine Arbeit getan ist. Ach ja. Aber Martin weiß es ja nicht, dass Pete Spidey ist. Also von daher. Nur halt, es interessiert halt wahrscheinlich Martin, warum er herumgeschnüffelt hat. Tja, diese Dudes waren verdorben, oder wie man das nennt. Ich hab endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und in Lees Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu, er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran, aber will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Biowaffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay, wir sehen uns dein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen, gebe ich eine Fahndung raus. Sehr gut. MJ, hey, ich wollte mich mal melden. Peter, hey, kann ich dich zurückrufen?
tun. Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abendessen? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte, weißt du noch, wie du mir über Lees Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprungen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt, die Schocker freigelassen hat. Schocker hat für Lee gearbeitet? Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja, bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Mach dir nicht so viel Gedanken wegen dem, da kriegen wir schon hin. So, kommt jetzt irgendwas noch gesprächmäßig? Weil eine Mission habe ich jetzt nicht wirklich. Okay. Hi Doktor, wie geht's Ihnen? Ach, spannende Neuigkeit. Kommen Sie ins Labor. Wie jetzt? Das ist meine Sternstunde. Das müssen Sie unbedingt sehen. Cool, ich bin zum Essen verabredet. Kann ich später kommen? Essen kann warten. Sie müssen das sehen, Peter. Okay. Komme sofort. Verdammt. Ja, wait a moment. Ich will hier einen coolen Stunt machen. Einen Job habe? Verdammte Scheiße. Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. Ja, doch. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nicht beim nächsten Mal, weil hier noch eine Taube ist. Taubenalarm. Sie fliegt weg. Ja, ja. Die kriege ich schon. Wow. Ja, just the fuck. Geht doch. Als Sie noch den Bugle herausgaben, waren Sie immer fair zu mir. Hart, klar, aber fair. Nun ja, das ist mein Job, der Bürgermeister. Alles, was ich habe, ist meine Integrität, die ich für niemanden aufs Spiel setze. Also, was ist das für eine wichtige Eilmeldung, die Sie in meiner Show zum allerersten Mal preisgeben? Nach dem brutalen und feigen Anschlag auf Rathaus, bei dem ich fast ums Leben gekommen wäre, ist es klar, dass unsere untergesetzte Polizei Hilfe braucht. Und ich versichere den Einwohnern von New York, dass ich sie ihnen geben werde. Haha, meine Worte! Alle haben gehört, wie ich es gesagt habe. Sie greifen meine Idee auf, Cops aus Lake Placid herzubringen? Nein, obwohl die Idee gut war. Nein, das wäre eine Sicherheitsfirma, wie sie auch unser Militär nutzt, um unsere Truppen in Übersee zu unterstützen. Hä? Der Name muss warten, bis der Vertrag steht, aber ihre Qualifikationen sind tadellos. Das klingt grandios, Herr Bürgermeister. Obwohl ich erst mein endgültiges Urteil abgeben kann, wenn ich alle Fakten kenne. Genau das erwarte ich auch. Und ich betone, dass wir unsere Gesetzeshüter auf keinen Fall ersetzen wollen. Wir ergänzen sie nur auf unbürokratische, aber äußerst effektive Art und Weise. Effektiv klingt großartig. Wie gut, dass ich nun Gelegenheit habe, Ihnen meine Theorie über die Zusammenarbeit von Spider-Man mit den Dämonen zu unterbreiten. Und die Theorie ist faszinierend, sicher. Aber meine Ärzte raten mir, mich jetzt auszuruhen. Also wenn ich darf. Oh, selbstverständlich. Danke für Ihren Anruf, Herr Bürgermeister. Meine Leitung ist immer für Sie offen. Jared, hast du gehört? Hart, aber fair! Das ist unser neuer Slogan. Mir egal, wer ihn sonst noch verwendet. Verwendet. Tschüss. Ja, ist okay, Jonah. Komm. Gut, wir hören uns dann bei der nächsten Missiona. Nicht wahr? Also. Alle Einheiten. Bis nix. Nix alle Einheiten. Also, bis dann. Ciao.